Souveräne Inszenierung, prächtige Farben, große Gesten und moderne Architektur. Veronese hatte gerade begonnen, mit einem der berühmtesten Architekten des Jahrhunderts zusammenzuarbeiten, mit Andrea Palladio. Unser Bild war wahrscheinlich für die Dekoration eines Palastes bestimmt und zeigt eine Szene aus dem Alten Testament, die Salbung Davids. Als Betrachter dieses Gemäldes bekommt man das Gefühl, selbst ein Teil dessen zu sein, was es darstellt. Man wird räumlich hineingezogen, mitten ins Geschehen. Die plastische oder reliefartige Ausführung, die der Meister durch den geschickten Einsatz von Licht und Farbe erreicht, ist beispielhaft für sein Werk. Auch dadurch, dass fast alle dargestellten Personen ihren Blick auf die beiden Hauptfiguren in der Mitte richten, bezieht Paolo Veronese den Betrachter in die Komposition mit ein. Ein Jüngling, der neben David steht, der den Betrachter in die Augen sieht und zeigt mit seiner Hand, worum es eigentlich in diesem Gemälde geht. Eben um die Salbung des zukünftigen Königs Israels. Das Bild zeigt damit einen bedeutenden Moment in der jüdischen Geschichte. Der Prophet Samuel salbt im Auftrag Gottes den Bauernburschen David und besiegelt dadurch dessen Schicksal, welches dieser auf seinen Knien duldsam wartend, scheinbar widerstandslos, akzeptiert. Das Gemälde ist besonders auffallend, weil es hat ein riesengroßes Format. Es ist ein großes Gemälde, das über 2 Meter mal 3 Meter misst. Und es ist charakterisiert von einer starken Monumentalität und zeigt die Leidenschaft, die Paolo Veronese für die Antike empfunden hat. Für die venezianische Malerei des 16. Jahrhunderts ist das Motiv eher ungewöhnlich. Daraus lässt sich schließen, dass Veronese das Bild als Auftragsarbeit gemalt hat. Der aus Verona stammende Künstler macht sich zunächst mit Freskomalereien für ländliche Residenzen verdient. Als im Jahre 1553, aber er gerade 25, nach Venedig kommt, wird man bald auf ihn aufmerksam und so wird er von Tizian auserwählt, einen Teil der Dekoration der Bibliotheca Marziana durchzuführen. Sein Stil, seine fröhliche Malerei, die äußerst die von Leichtigkeit geprägt ist und von einer unglaublich raffinierten Farbenpracht, war wirklich sehr erfolgreich. Und er war wahrscheinlich der Maler, der am besten die, sagen wir so, die Werte der venezianischen Führungsschicht in die Malerei umsetzen konnte. Durch seine zahlreichen Aufträge, wie die Dekorationen im Dogenpalast, einigen Klöstern sowie öffentlichen Gebäuden, wurde Paolo Veronese zum bedeutendsten Maler des venezianischen Cinquecento. Im Gemälde Die Salbung Davids zeigt sich Veronese einerseits als Schüler der Renaissance, gleichzeitig finden sich einige für die italienische Maniera typische Stilmittel. Man sieht in der Komposition, dass er gewollt eine bestimmte Art der Komposition ausdenkte und realisierte. Zum Beispiel der alte Mann links und die Frau mit dem Kind auf der rechten Seite, die geben den Rücken dem Betrachter. Und die wirken als richtige Repoussoir-Figuren, das heißt, sie leiten den Blick des Betrachters zum Hauptereignis, das eigentlich nicht so leicht zu erkennen ist. Dass der Betrachter dazu angehalten ist, zweimal gut hinzusehen, zeigt, dass das Kunstwerk Paolo Veroneses wirklich gelungen ist.